Mahlzeit und willkommen zurück zu einem neuen Video, Folge 2 von Champions of Anteria. Wir spielen die Demo. Wir haben gestern den Prolog gespielt, heute spielen wir das erste Kapitel und wir steigen wieder da ein, wo wir gestern aufgehört haben. Ich hatte gestern in der Aufnahme keinen Spielsound aufgezeichnet. Ich habe es gemerkt. Ich hoffe, durch meine Einstellung ist das heute mal ein bisschen besser geworden. Seien wir mal zuversichtlich. Ja, also wir haben gestern die ersten Schritte gelernt, haben die ersten Gegner angegriffen und uns wurde gesagt, dass wir erstmal hier auf unseren kleinen Kollegen klicken sollen, damit wir eine Steinhauerhütte bauen. Na, was geht? Schmiert's ab? Natürlich nicht. Das ist der Talentbaum, den werden wir später bearbeiten. Insgesamt ausgegebenes Ansehen haben wir derzeit 0 und da wollen wir ein bisschen aufsteigen. So, zunächst sollten wir uns hier... Na, wo ist er denn? Die Steinhauerhütte hinbauen. So viel weiß ich jedenfalls noch. Des Weiteren die Apotheke. Meine ich zumindest, dass uns das gesagt hat. Wenn nicht, weiß ich es, weil ich es schon mal gespielt habe. Jo. So, und jetzt können wir uns hier Tränke brauen bei unserer Kräuterfrau. Wir geben mal direkt ein paar mehr in Auftrag und die sind dann auch schon direkt fertig. Also ich finde es eigentlich recht cool, ich kann ja nochmal reingehen, wie sie das hier so gemacht haben. Die ganzen Elemente stehen hier oben und die Sachen, die man braucht, um dann später die ganze Magie zu nutzen im Kampf. Das Bestellsystem hier ist auch eigentlich recht einfach gehalten, also man muss hier nicht selber irgendwie craften oder herstellen oder so. Ja, wir haben unsere Tränke, er baut hier fleißig Stein ab. Und... dann gehen wir mal los. Und zwar ziehen wir in diese Schlacht und nehmen einfach mal alle drei mit. Wir haben hier die 10 Tränke. Na komm, den nehmen wir auch noch mit. Alle drei. So. Das ist dann... entspanntes Finale. Ja, das ist dann unser entspanntes Finale. Wie er das dann so sagt. Der gute Mann aus dem Off, der uns helfen möchte. So, beliebige Taste drücken. Und dann geht's auch schon weiter. Und ein Bild hätte ich gerne. Ich höre Ton, ich höre kein Bild. Ah, Spiel gespeichert. Wir erhalten in diesem Land kein Anzeichen unserer Feinde. Doch das bedeutet nicht, dass es einfach sein wird, es zu erobern. Die lokalen Räuber werden wahrscheinlich Widerstand leisten. Also müssen wir ein paar präventive Maßnahmen ergreifen. Repariert alle zerstörten Befestigungen, damit wir unsere Kontrolle über dieses Territorium verstärken können. Ja. Krieg, Kontrolle, Territorien. Territorium. Ja, los bitte. Danke, danke, danke. Auf geht's. Da sind wir. Und wir machen mal die Dudes da vorne platt, ne? Er mit seinem geilen Angriff hier. Die werden nämlich auf uns zukommen. Oder werfen die nichts? Haben die Schwerter? Ich weiß es nicht. Sie bleibt mal so ein bisschen im hinteren Teil und schießt die so ab. Okay, mindestens da muss sie stehen. Und er, ja komm. Hervorragend. Irgendwie mag ich diesen komischen Mönch nicht so. Obwohl er mir doch sehr sympathisch war am Anfang. Komm, wir machen nochmal auf Pause. Lassen die gute Dame mal ein paar von ihren Pfeilen benutzen. Und er hier hat auch einen neuen Trick gelernt. Nämlich den... ich schlage daneben. Wie heißt denn der? Spalten.
Ich habe Spalten gelernt. Hossa. Wieso nicht? Irgendwie treffe ich nicht mit dieser, mit diesem Angriff, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. So. Die gute Dame bleibt wieder da stehen. Wir nehmen die Hotkeys. Hallo? W. Ach so, weil. Was ist das? Okay. Scheint funktioniert zu haben. Vielleicht doch ein wenig laut. Töte den da mal. Wir gehen mal gerade in die Optionen. Stellen die Stimmen auch auf 50%. Wenden an und go. Upsala. Also, das sind Teleporter. Wenn ich hier reingehe, komme ich da raus. Aber, wir gehen, glaube ich, erstmal zum Geheimnis, oder? Ich denke mal sowieso, dass wir die ganze Karte aufdecken sollen oder müssen. Da vorne kommt schon Gehschnoss an. Spiel unterbrochen. Oh. Das ist ein Schwein. Was ist das? Wer bist du? Grauwolf. Schwein. So, wollen wir mal gucken, ob man das nicht so machen kann. Dass man den erstmal. Okay, es hat nicht geklappt. Schieß, schieß und WW. Er ist schon etwas stärker, der Gegner, der graue Wolf. Ach, hier, guck, da sind schon wieder zwei Dudes. Ach, warum wollen die Dudes denn hier? Warum sage ich eigentlich immer Dudes? Warum wollen die beiden denn hier immer laufen? Ich verstehe das gar nicht. Hör doch mal auf zu laufen, Mensch. So, gucken, ob es das gebracht hat. Er haut die erstmal um, sie schießt von da, er geht wieder zurück und zack. Ich glaube, es hat was gebracht. Was ich rausgefunden habe, ist, dass wenn man hier ein bisschen schneller triggert, dass er dann weitaus höheren DPS hat mit dem einfachen Schlag. Also im Grunde macht er am meisten Schaden so. Aber ist ja egal. Schließlich. Achso, die beiden wollen ja auch noch mit, ne? Besteht das Spiel ja aus mehreren Leuten und darauf sollte man sich hier auch konzentrieren. Deswegen verteilen wir das mal alles schön dösig hier drauf. Er greift auch wieder an. Mal gucken, ob es was gebracht hat. Er läuft natürlich wieder vorbei. Anscheinend bin ich einfach so dösig, diese Attacke richtig einzusetzen. Jedenfalls nehme ich wieder den Kleinen hier und ach, guck dir das an. Das gibt's doch gar nicht. Kommen wir mal auf Pause. So. Was hat sie vor? Bitte was? So. Ja, hat nichts gebracht, ne? Stand ich zu weit weg. Ich greife die jetzt mal einfach an. Ich versuch's nochmal mit ihm, wenn ich jetzt direkt vor ihm stehe, hat ihm 26 abgezogen. Das ist so viel wie zwei Schläge, wenn ich jetzt zweimal hier klicke. Und der hat voll den, die Zeit hier halt, ne, am runterbuffen. Finde ich jetzt am Anfang. Solche Monster sieht man sonst nicht. Naja, ist glaube ich normal, ne, am Anfang. So, wir greifen mal den dicken Boy hier an. Stellen uns da vorne hin und hauen. Ach, jetzt hat's. Jetzt wurde er rot. Das habe ich anscheinend nicht beachtet. Ich hoffe, dass. Ach, Leute. Ach, Leute. So.
Ich hoffe, das wird was. Dieses Kampfsystem hier finde ich irgendwie... Minus. Okay. Hat er ihm eigentlich diesen Stoß verpasst? Nee, ne? Warum? Weil er zu nah dran steht? Jetzt hau ihn doch mal. Oder habe ich es eben nicht mitgekriegt? Siehst du das? Wenn ich hier immer trigger, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es schneller geht. Vielleicht enttäusche ich mich auch. Alter, was schreit er denn hier wie ein armer Irrer? Mach doch mal auf Pause hier. Rettet mich. Oh, das war jetzt der Typ, ne? So, dann drink mal. Komm, kriegst du auch noch einen Drink. Ach, ist ja irgendwie, ist das ja irgendwie, ne? Irgendwie sind die beiden hier echt beschäftigt. Was ist das für ein Zeichen? Kraftabzug. Verringert die Kraft um 15%. Schlägt für eine kurze Zeit nieder. Schlägt nieder, sagt man das so? Okay, das war's anscheinend. Da ist das Tor. Okay, durch diese beiden Dinger hätten wir, also sind wir eh nicht durchgegangen, aber hätte man sich eh komplett sparen können. Das heißt, wir machen hier oben nochmal Abigira Dau, dann reparieren wir den ersten erstmal und gehen dann hier einfach locker easy durch. So wie wir das immer hier gewohnt sind. Immer locker easy. Er hat irgendwie einen tierischen Schaden, glaube ich, ne? Er macht nie das, was ich sage. Ach, sind wir schon durch. Ja, dann mach doch mal hier fertig. Jetzt kommen hier wahrscheinlich die heftigen Gegner. Mal gucken, ob es klappt. Ich lasse die mal einfach hier stehen. Ach, die sind schon tot. Ja. Oh. Ich habe noch zwei. Ja, komm, dann mache ich mir so einfach mal einfach. Mal play. Er baut hier, oder was? Finde ich ja irgendwie cool mit diesen ballistischen, mit diesen Ballisten. Ja, weiterbauen hier. In der Tat. Ja, in der Tat. Streck die Bestie nieder. Gegner voraus, ja komm hier. So. Warum er ihn jetzt auch haut? Keine Ahnung. Also hier ist auch irgendwie keine Animation, dass sie irgendwie da tätig wären, das Teil hier wieder aufzubauen oder so. Anscheinend soll man einfach nur die Welle abwarten hier. Also die Wellen an Gegnern bekämpfen und dann war es das auch schon. Ja, hallo? Was ist denn sein Problem? Er macht es nicht, okay. Anscheinend ist er da am Bauen oder so. Schon komisch irgendwie, aber ne,
was soll's. Jetzt kommen von beiden Seiten Gegner. Ey, warum ist denn das so langsam? Verteidigt das Gebäude, während es wieder aufgebaut wird, da steht's doch auch. Ja, anscheinend war es das aber. Wie viel? Drei Wellen oder was? Okay, ich mache die Folge mal ein bisschen länger. Ich denke, ich werde das Kapitel hier zu Ende spielen und die Folge dann beenden. Ist ja auch doof, ne? Na komm schon, 7%, ey. Kann ich jetzt hier weggehen eigentlich? Baut sich einfach weiter auf. Ja gut. So, wollen wir... Also diese Attacke hier, Spalten, wie auch immer, ne? Nein. Komplett scheiße. Also die wollen also alle von dort angreifen, ne? Das, treibe ich den mal gerade aus. Ja, er hier hat auch wieder irgendwie einen kompletten Knall nicht gehört. Ja, egal. Hast du das gesehen, wie koordiniert das war? Wie eine Darmspülung. Hauen. Guck mal, er macht sogar mehr Schaden. Als 17. Wahrscheinlich, weil es andere Gegner waren, was weiß ich. Kann man sich da nicht vorbeistehlen, Alter? Komm, geh mal einfach hier hin. Ja, ist mir doch Lade. Fang an, das Ding aufzubauen hier. So. Jetzt kannst du ihm einen aufs Maul rücken. Ach, vielleicht hätte ich... Okay. Perfekt, dass ich diese ganzen Ballista-Teile eben da hinten hingestellt habe. Sonst hätte ich die ja jetzt hier richtig super einsetzen können, ey. So, hör mal gerade hier auf. Genau, das wollte ich hier mal gerade. Ach, so geht das auch? Ist das... Ist das der Fall? Ja, ne? Ja. Witzig. Und es baut sich irgendwie schneller auf als das andere, oder? Neue Gegner sind ein... Ach, was. Ist das so? Oh. Erzähl mir nicht, die wollten jetzt gerade wieder weggehen. Oder was? Komm, mach mal so. Aufbauen. Meh. Also, mal ganz ehrlich, dieses ewige Voreinstellen hier und so, ne? Bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist. Meine Hotkeys und so ganz schön und gut, ne? Aber man stellt ja eigentlich immer wieder dasselbe ein. Quasi. Neue Gegner treffen ein, ach. Yeah.
Er haut wieder. 34. Ja, anscheinend wirkt das Ding doch ein bisschen was. Na, wo sind sie? Hier. Geh da mal hin. Geh mal lieber dahin. Er ist noch am Start. Schießen, schießen, schießen. Und genauso wie er hier. Okay, das sah jetzt schon ganz gut aus. Also irgendwie muss man, glaube ich, einfach noch reinkommen. Er greift von hinten an. Die beiden haben sich auf die Mitte konzentriert und jetzt konzentrieren sie sich alle auf den Koboldspross, der als letztes übrig geblieben ist. Eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ich hab Hunger. Und, war es das jetzt? Ach komm schon. Ich habe gewonnen. So gewinnt man, indem man nicht verliert. Ist doch ganz einfach. Ich weiß nicht, was all die Aufregung soll. Bonus-Zielbelohnung war wahrscheinlich das Geheimnis. Ja, also, wir haben das erste Kapitel erstmal geschafft. Das zweite steht uns bevor. Ich denke, ich werde hier jetzt mal Schluss machen. Es ist so warm hier drin. Ey, es geht gar nicht. Hunger habe ich auch. Und mit Hunger lässt es sich nicht gut zocken. So. Alles klar, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zur dritten Folge. Die Demo spiele ich auf jeden Fall noch zu Ende. Ob ich es mir dann kaufe, werde ich im Schlussvideo sagen. Oder ob ich es dann weiterspiele. Habt einen schönen Tag, seid keine Idioten. Viel Spaß beim Schwitzen. Tschüss.